Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Heute kein Spaziergefilm vorgeschaltet, weil ich noch gar nicht spazieren war. Es ist aber schon fast Mittag und 11 Uhr, halb 12, sowas, 11 Uhr, sowas ungefähr, ich weiß nicht genau. Ich war einkaufen und ich war so kaputt danach. Ich wollte eigentlich direkt mit ihr laufen. Habe ich gesagt, nee. Und nachdem ich dann alles ins Haus gepackt hatte und alles hin und her gerannt hatte, habe ich erstmal eine Stunde Pause gebraucht. Ja, und jetzt setze ich mich erstmal hier an den Tisch, damit ich meinen täglichen Film, meinen Film fertig mache. Eine Frage möchte ich direkt beantworten. Was aus Max geworden ist, fragte jemand im Kommentar. Das kann ich euch sagen. Max ist leider nicht sehr alt geworden. Der hatte kaputte Nieren. So haben wir den bekommen. Und den mussten wir irgendwann einschläfern lassen, weil er konnte es leider nicht mehr schaffen, der kleine Kerl. Das Problem ist, man hatte ihn vorher vollkommen falsch ernährt. Er hat Babybrei bekommen. Und man war da ganz stolz drauf, dass der immer in der Woche bloß 2-3 so kleine Küttel machte. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie wenig er bekommen hat und davon auch noch falsch. Diese Affenarten vertragen diesen Zucker und diese Sachen nicht. Als wir den übernommen hatten, hatten wir Gott sei Dank das Glück und haben sofort Kontakt mit der Uni Bielefeld bekommen, mit jemandem, mit einer der Pfleger da. Und hat uns dann immer spezielle Sachen, spezielles Futter besorgt. Wir brauchten da ja so kleine Mengen von. Also ihr müsst euch vorstellen, er wurde gefüttert in so einer Art kleinen Eierbecher. Und da war im Grunde ein Esslöffel. Das war für ihn viel. Das blieb sogar was übrig. Und das musste ich kochen. Das bestand aus mehreren Pulvern und dies und das und das und das. Dazu bekam er ganz natürlich Obst und alles Mögliche an frischem Zeug. Alles, was er mochte, hat er bekommen und dann bekam er außerdem Stabheuschrecken, lebendige. Ja, aber nichtsdestotrotz, durch die Mangelernährung und vollkommene Fehlernährung, die Leute sind ja, die müssen so ein Tier unbedingt haben, haben überhaupt keine Ahnung, wie das gehalten werden muss und noch nicht mal eine Ahnung, wie man es ernähren kann und muss. Und das ist wirklich traurig, das muss ich euch wirklich sagen, das ist ganz, ganz traurig an der Sache. Naja, so hatten wir ihn nicht so sehr lange und er liebte meinen Mann über alles, habe ich schon mal erzählt. Ne? Und nur mein Mann. Ich durfte ihn wohl füttern, das habe ich übernommen, aber da musste ich aber auch meine Finger schnell aus dem Käfig wieder rausholen. Dann hat er gebissen sonst, ne? Der mochte nur meinen Mann. Der liebte den. Wenn er den gesehen hat, dann fing der an zu zwitschern. Sowas, ne? Und in höchsten Tönen zwitscherte der. So, ne? Dann ist er dem auf den Kopf gesprungen und hat ihm die Haare gemacht und den Bart gekrault. Ne? Und dann hat er auf seiner Schulter gesessen und ihm ins Ohr gezwitschert, stundenlang. Ne? Ja, mein Mann hat sich jeden Tag mehrere Stunden zu seinem Affen gesetzt, weil er war die einzige Gesellschaft. Es ging nicht anders. Also mein Mann hat das gemacht und natürlich. Und dann war mein Mann mal im Krankenhaus, weil er eine Operation hatte mit Speichelstein. Ja, das ist egal. Auf jeden Fall war er im Krankenhaus und ich sah das Elend schon kommen. Der Affe hat nach dem ersten Tag nicht, mein Mann nicht gekommen, hat er nicht mehr gefressen. Und dann sagt mein Mann, wie geht's dem Max, wie geht's dem Mäckchen? Ja, dann musste ich ihm sagen, du Theo, der isst leider nicht. Ja, dann habe ich meinen Mann aus dem Krankenhaus rausgeschmuggelt, nach Hause gefahren. Dann hat er einen ganz dicken, weil der hatte ja eine Wunde am Hals, der war ja operiert. Und dann hat er einen ganz dicken Schal, weil der hat ihn ja auch genau immer am Hals gekrault und den Bart durchgesucht und die Haare. Und ganz dicken Schal umgebunden, alles verpackt, so gut man es konnte. Und dann ist er zu dem Affen und der Affe, der kriegte sich nicht mehr an. Der hat gezwitschert, der hat geschrien und geschrien. Das war so furchtbar. Ah ja, dieser Max, das war eine kleine Gestalt, das kann ich euch sagen. Und dann fragte jemand anders, schrieb mich an, ob das wohl alles meine Tiere gewesen wären. Es ist ein Bruchteil, die ihr da gesehen habt. Wir haben mit Sicherheit alles in allem mehrere hundert Tiere gehabt. Ja, wir haben das ja über 20 Jahre gemacht und offiziell sogar. Und danach hatten wir dann auch immer noch 30 Katzen und 5 Hunde oder 4 Hunde. So, was ihr hier seht, ist die Arbeit von gestern Nachmittag.
Und zwar habe ich ganz kurz entschlossen, weil ich hatte so viel Zwiebelschalen, ich habe die Zwiebelecke sauber gemacht und da waren ganz viele Schalen. Da habe ich gedacht, dann mache ich nochmal gelbes Papier. Ich liebe das ja sowieso. Ich habe das schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, im Weihnachtsbuch verarbeitet und ich liebe das. Das sind heile Seiten, wo höchstens mal, also es war sehr schwierig zu färben gestern, das Papier ist so extrem misslich gewesen. Egal. Und das sind die Seiten, die kaputt sind. Deswegen habe ich die extra gelassen, weil ich brauche ja nicht unbedingt überall. Wartet mal, wie mache ich das, dass ich da jetzt nicht durcheinander gerate? Machen wir es wieder, wie wir es hatten. Ja, ich habe es gebügelt, wie immer. Ich bügel das ja immer, mein Papier. Und habe mich jetzt entschlossen, jetzt muss ich mich eben wieder sortieren, damit wir hier wissen, wo wir sind. Habe mich jetzt, nee, das ist nicht richtig. Wo sind die Sachen, bitte schön? Ah, hier. Ah. Warte. Ich komme der Sache noch. Ich werde der Sache noch her. Das kann nur etwas dauern. Jetzt bin ich wieder durcheinander, aber ich werde irre. Wie oft ich den blöden Scheiß schon sortiert habe, das glaubt ihr ja gar nicht. So Dölle. Das hatte ich ja schon gemacht und das habe ich gestern noch schnell gemacht. Das ist für mich jetzt soweit fertig. Vielleicht noch hier so ein Punkt noch in der Mitte, so einen roten. Ja, das können wir noch machen. Dann habe ich das gemacht. Da müsste ich ja jetzt ein Pendant für haben. Das wird auch genauso mit diesem Gesso und diesen Tropfen, weil diese Farbe abgedämpft. Ist im Moment noch ein bisschen grell. Die kommen auch mit rein. Beide. Warte, lege ich hier zur Seite, weil die ja noch nicht ganz fertig sind. Und hier bin ich gerade noch dabei. Die koloriere ich auch gerade. Der ist schon fast fertig. Da kommt noch so ein ganz klein bisschen Grün rein. Hier muss ich die ganzen Sachen noch kolorieren. Die koloriere ich jetzt auch noch. So der Plan. Ne? So der Plan. Und bei diesen anderen bin ich immer noch nicht vollkommen überzeugt. Vielleicht, ob ich die wirklich nehmen möchte. Diese Blumen, ja. Moment, nicht, dass wir jetzt hier dummes Zeug erzählen, ne? Wobei diese wahrscheinlich nicht so gerne. Ich werde da jetzt mal eben was zwischenlegen, damit ich nicht immer genau so. Also, das heißt, die würden auch noch koloriert. Ja, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Wir haben jetzt folgenden Plan. Also das ist noch nicht 1000-prozentig. Ich habe noch über einiges nachgedacht. Ich möchte das gelbe Papier verwenden. Wir würden jetzt hier das so lassen. Ne? Das ist okay. Das können wir so lassen. Das müssen wir überlegen. Das wollte ich noch nicht. Ob wir hier vielleicht schon... warte, wo habe ich das gelbe Papier denn jetzt hingepackt? Warte. Einen Moment. Ich hole mal eben... Machen wir mal. Und mal eben so 2-3 Papiere hoch, damit man es mal so drauflegen kann. Ne? Das wäre natürlich, dass man drin schreiben kann. Doch, wir wollten ja ein Bilderbuch zum Schreiben machen. So der Plan. Jetzt fangen wir natürlich ausgerechnet mit dieser Schnepfe hier an. Ich glaube, es ist eine Schnepfe. Der Plan wäre, das Papier hier passgenau aufkleben. Klein bisschen drumherum stenzeln. Ich habe jetzt hier eins, was gerade so komische Strukturen... Na gut, ich würde mir das jetzt vielleicht aussuchen, dass ich ein bisschen... Warte, habe ich bestimmt auch ein glatteres. Hier, dieses zum Beispiel. Ne? Das hat doch ganz schöne Sachen. Würde ich jetzt dann aber irgendwas noch drumherum machen. So irgendwas, ein bisschen stenzeln oder so. Ne? Dass das nicht ganz so nackend da drin ist. So wie, so meine ich das jetzt. Dann haben wir es so... jetzt sind wir dabei. Jetzt können wir auch die kaputten Seiten. Deswegen habe ich gesagt, wir stellen uns das jetzt nur vor. Ich hole das jetzt im Moment nicht hoch. Hier käme gelb drauf. Ne? Da können wir also die angeknacksten Seiten verwenden. Dann kämen jetzt die ersten Bilder hier rein. Zum Beispiel jetzt so ein Kinderbild, hatte ich gedacht. Dass wir mit so einem Kind anfangen. Wo ist das andere? Welches ist denn schöner? Ja, dieses. Fangen wir mit diesem an. Das war eigentlich... Ist eigentlich auch egal, gell? Das ist eigentlich auch egal. So, das Prinzip ist jetzt folgendermaßen. Wir haben 7 Signatures dann im Endeffekt. Das ist ziemlich viel Malofe. Da kommt das Kind, da kann man schreiben, vorher kann man schreiben. So, ne? Da lassen wir uns jetzt nicht irritieren.
von der Schrift. Das wird abgeklebt. Das habe ich aus einem neuen Buch. Das habe ich gestern aus dem Bücherschrank rausgezogen. Das ist unsere Heimat hier, wo ich lebe. Ungefähr Teutoburger Wald, Senne da oben rauf, Bielefeld die Ecke. Die Bilder habe ich mir rausgenommen. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, es passt. Jetzt käme hier wieder gelb. Wir legen es einfach mal drauf. Gell? Nur mal so. Dann käme jetzt zum Beispiel irgendeine erste Blume da rein. So. Ich möchte diese Bilder nicht irgendwie überkleben oder ich weiß, die meisten machen das gerne, aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Sodass wir immer wieder Ruhe reinbringen. Und naja, hier ist ein relativ ruhiges Geschehen. Das könnte man überlegen, was man davor hat. Aber theoretisch würde ich vielleicht sogar sagen, wir kleben es ab. Bin ich noch nicht ganz mit mir einig, ehrlich gesagt. Na, das weiß ich noch nicht. Weil das ist nicht so sehr aussagekräftig, dieses hier. So, dann hätten wir das. Und so, ne, da kann man mit leben. Hier haben wir kein Schwarz-Weiß vorgeschaltet. Hier haben wir nur die Landschaft. So, jetzt käme hier wieder gelb rein. Der Badger, also der Dachs, ne? Ja. Dann käme hier das nächste Bild rein. Hier wird wieder gelb rein. So, das sind die Landschaften hier, in denen ich lebe, Richtung Bielefeld rauf. Gelb, dann käme das nächste. Das würde also bedeuten, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viele Bilder, ne? Wir brauchen also, ja, lass mal überlegen, 14 Bilder. Guck mal, jetzt haben wir hier zum Beispiel so schlicht. Da könnte man doch, bräuchte man nicht unbedingt eine Schreibseite reinmachen. Da könnte man dann ungefähr zum Beispiel einfach ein Bild, ne? So, das müsste man vom Fall zu Fall überlegen oder hier so ein Stück Wiese oder so, sodass wir sagen, drei Bilder pro Signature wären 21 und nicht 28. Das ist schon ein Unterschied, gell? So, hier haben wir jetzt das nächste, da haben wir einen Engel, ne? Und da haben wir noch einen Engel. Und da könnten wir direkt mit Blumen weitermachen, zum Beispiel. Wir müssen es halt genau ausdüfteln. Da haben wir einen Sonderfall, weil ich habe von allem nicht genug gehabt. Ich muss da zusammenstückeln. Das ist aus einem ganz anderen Buch raus, aus einem ganz anderen Zusammenhang. Vollkommen anders. Und hier würde wieder gelb in die Mitte kommen. Ne? Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, was ich jetzt sage. Das Einzige, dass ich jetzt versuchen muss, das wirklich so zu verteilen, dass die Bilder wirklich gut zur Geltung kommen können. Das ist jetzt das Ganze, was wir jetzt hier machen müssen. Wenn wir jetzt Bild auf Bild auf Bild und noch ein anderes Thema und noch ein Bild und ich habe keine Ahnung, hast du nicht gesehen, dann wird das nicht schön. Ne? Das wird aber zum Beispiel so, da kann ich mit leben. Ne? Das geht. Also muss man von Fall zu Fall vielleicht auch mal entscheiden. Okay. Ich würde sagen, ich muss jetzt noch kolorieren. Das kann ich natürlich auch gleich ohne euch machen. Ich würde sagen, oh, es tut mir sehr leid. Ich bin schon wieder am Räuspeln wie so ein Idiot. Moment, das ist der erste Streich. Einen Moment. Gleich haben wir es. Da, das wollte ich haben, die Mitte. Und da könnte ich die kaputten für nehmen. Da nehmen wir mal bevorzugt erst die kaputten Papiere. Die sind ja relativ heil, diese hier. Das sind auch so ganz kleine Risse, die sich aber sofort, wo kein Problem entstehen wird, denke ich mal. So, wir können das hier so anzeichnen. Da ist auch ein kleiner Riss. Ja, muss ich jetzt wieder individuell zuschneiden. So gut ich es kann. Ne? Und kleben dann. Können wir da einen Wellenschnitt dran machen? Das würde gehen, ne, wenn wir das machen wollen. Ja, kriegen wir das da überhaupt durchgefuddelt? Ja, wir versuchen es mal. Also. Moment.
So, hat nicht gerissen. Warum nicht? Warum nicht? Ich hab doch ganz viel Drucke. Hab doch ganz viel Druck ausgeübt. Das ist jetzt ganz gerade geworden hier. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Was ist das für ein Triss? Tut's das nicht mehr? Aber es kann sein, ne? Warte mal, wir nehmen mal eine andere Welle. Wir machen mal eine andere Welle rein. Ich versuch's nochmal, bevor es ganz den Bach runtergeht. So, wo haben wir jetzt geschnitten? Das müssen wir genau daneben nochmal versuchen. So, müsste das vielleicht klappen. Aha, oho, da hat es jetzt geschnitten. Oho, da hat es geschnitten. Da hat es geschnackelt. Das Problem wird wieder sein, ich möchte gern dann oben und unten so eine kleine Kante haben. Ja, das ging sogar einigermaßen gut. Einigermaßen gut. Mal gucken, fehlt da noch was? Ja, es fehlt noch was. Hier ist ein Riss drin, deswegen ging das nicht so gut. Wir gehen nochmal rein. Na, ich bin ja auch ein Stur jetzt. Wenn ich das möchte, dann möchte ich das, gell? Wisst ihr Bescheid. Ja. Ihr wisst ja, dass ich hier vor Ort operiert worden bin mit meinem Knie. Vielleicht wisst ihr das auch nicht, aber ich habe es ein paar Mal erzählt. Ich bin in Reda-Wiedenbrück operiert worden und ich bin der Meinung, das war wirklich gut da. Die haben die besten Kritiken immer gehabt von allen, wo ich hier gehört habe, von allen Menschen. Eben die Länge hören ist immer noch nicht. Oh, Petra, du bist aber auch ein Idiot. Jetzt hast du es immer noch zu lang. Jetzt nächstes Mal zeichne ich mir es aber an. Besser, mache ich es mir besser. Das habe ich gleich zu kurz. So, und dann diese Krankenhausreformen, die sie jetzt vorhaben, habe ich jetzt gerade im Gemeindeblättchen von Reda gelesen. Da geht es ja wohl darum, dass nicht jedes Krankenhaus alles machen kann und muss und soll. Moment mal, müsst ihr euch auch wieder anmachen, gell? Ja, da war gerade was mit Post. Ja, egal, war nichts Wichtiges. Und, wollte ich sagen. Achso, ja, habe ich gelesen mit den Krankenhäusern. Und ich bin ja hier sehr, sehr gut behandelt worden. Also ich meine auch, dass die das gut gemacht haben hier. Und es geht ja darum, dass nicht jedes Krankenhaus mehr alles machen soll. Aus welchen Gründen auch immer. Kostengründen natürlich, wie immer so, ne? Der Plan. Und dann habe ich gelesen, dass sie jetzt ausgerechnet diese Abteilung, die diese Kniegeschichten machen, diese Knochengeschichten, da sind sie für bekannt hier. Und genau diese Abteilung, die soll dann hier zugemacht werden. Die haben inzwischen, habe ich gelesen, computergestützte OPs. Das ist dann so, dass die Prothese immer hundertprozentig passt, weil sonst konnte es ja schon mal vorkommen, dass so eine Prothese, die man einsetzt, nicht hundertprozentig passt. Das ist meinem Vater früher passiert, vor einigen vielen Jahren. Und da musste das Knie wieder operiert werden und er musste ein ganz anderes Gelenk da reinbekommen und all so eine Scheiße. Und auf jeden Fall, die arbeiten jetzt sogar schon mit computergestützten Systemen und haben wohl sehr, sehr gute Erfolge. Haben schon über 50 OPs gemacht mit diesem System. Jetzt wird es wahrscheinlich noch mehr sein inzwischen, aber naja. Da fragst du dich ja doch als normaler Mensch, was soll denn das? Ich meine, eine Abteilung, und die haben eine super gute Auslastung. Die haben Zahlen, also wie sagt man dazu, Patienten in dem Bereich zum Beispiel, ne, sind bekannt für. Ja, und da fragst du dich ja natürlich, was soll der Scheiß, ne? Warum macht man so etwas, ne? Wieso macht man so etwas, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, ne? Ja, Reform, alles gut und schön, aber wisst ihr, es ist so eine Sache, gell? Wenn solche Sachen, die wirklich gut laufen, warum so will man die dann wegreformieren, ne? Also das verstehe ich dann nicht, ne? Tut mir leid. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, weil der Arzt, der das da macht, der Dr. Kuppers, ist der Chefarzt da, und der hat mich auch operiert. Und wie gesagt, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich in den besten Händen da war. Also, zumal die ja immer weiter am Ball bleiben
uns immer weiter die Fortbildung machen und so weiter und nie stehen bleiben mit ihren Sachen. Tja, seht ihr. Dann haben die zum Beispiel in St. Vinzenz Hospital eine Adipositas-Abteilung, die offensichtlich auch sehr, sehr gut, also alles, was so mit Adipositas zu tun hat, Magenverkleinerung, sowas wahrscheinlich. Ich bin da jetzt kein Fachmann für, ich kann das nur so wiedergeben, wie ich das gelesen habe. Ja, und auch die Abteilung soll wegfallen. Und auch die Abteilung hat super viel Anklang und man versteht es dann halt nicht. Ne? Und dann denke ich, ja, was soll das denn jetzt? Und man muss nicht denken, dass das nächste Krankenhaus, was dann diese Sachen machen könnte, in irgendeiner Nähe wäre, die für mich persönlich noch in irgendeiner Form erreichbar ist. Ja, zumal, ich meine ganz ehrlich, zumal wenn ich dann wirklich krank wäre und brauche ein neues Knie, was ja immer passieren kann bei mir. Das eine wird vielleicht schon verschlissen sein und dann kommt das zweite auch noch irgendwann. Man weiß das ja nicht, man will es ja nicht hoffen. Immer auf Holz klopfen, ne? Holzkopf. Aber warum, ne? Warum, ne? Ja, für mich wäre das dann so, ich meine, St. Vinzenz nach Reda-Wiedenbrück, also nach Wiedenbrück könnte ich mit dem Taxi fahren, kostet für mich persönlich schon wirklich viel Geld. Ja, man würde es in Ausnahmefall natürlich machen können. Ist das schon wieder alle? Ich glaube, der ist schon wieder alle hier, dieser Kleber. Aber ich wäre jetzt nicht in der Lage mit dem Taxi, weil ich habe ja niemanden, der mich fahren würde. Ich wäre nicht in der Lage, mit dem Taxi jetzt 200 Kilometer oder 150 Kilometer zu fahren oder auch nur 100 Kilometer. Ne, das haben wir ja bei Bielefeld gesehen, als mein Mann da war. Was war das ein Theater? Es war das ein schreckliches Theater, sage ich euch. Es war so furchtbar, die Fahrerei. Ja, das war nicht mal 100 Kilometer, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen. So stelle ich mir das jetzt ungefähr vor. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ich würde dann vielleicht hier nochmal schneiden. Dann, wenn das trocken ist, dass das jetzt nicht so blöd wird, ne? nicht so doof. Also, ach Petra, ich klebe schon wieder an allen Ecken. Also da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Dann haben wir gesagt, jetzt würden wir da gerne auf diese Seite das Kind drauf machen. Ne? Ja. Das könnten wir ja auch noch mal machen, weil irgendwo muss ich ja anfangen. Ich arbeite jetzt leider nicht sehr kontinuierlich, weil ich muss jetzt wieder kolorieren. Und das ist ja für euch sehr, sehr langweilig, denke ich jetzt mal. Ne? Das ist ja nicht interessant. So, der Stift war alle, haben wir gesockt. Den tun wir weg. Habe ich denn wohl noch einen neuen hier? Mal eben schauen. Oh. Da, ich habe aber bestimmt noch einen Moment. Ne, diesen bunten will ich jetzt nicht nehmen, denn den möchte ich, wir haben diese noch, diese Kinderstifte habe ich jede Menge noch. Ich dachte, ich hätte noch mehr, habe ich die irgendwo anders hingelegt? Na, man weiß es manchmal nicht. Ich habe diese noch, die nicht so gut kleben, diese Kinderstifte. Hier kommt jetzt zum Beispiel im Moment gar kein Kleber runter, oder wie? Ich sehe nichts. Miechen, die meckert und meckert, die knüttert die ganze Zeit. Das kann die kann so vor sich hin knüttern, so die ganze Zeit. Miechen, ich habe gesagt, wir gehen. Und wenn ich das sage, dann machen wir das auch. Nur, ich mache jetzt erst den Film fertig. Vor allen Dingen kann ich mich dann noch ein bisschen ausruhen. Ne? Und dann gehen wir gleich gegen Mittag. Das sind diese nicht so guten Stifte. Na, ich hätte mir noch ein paar Klebestifte besorgen können. Jetzt gerade, wo ich jetzt so viel kleben werde. Ich habe nur diese noch hier anscheinend. Diese Kinderstifte. Wollen wir hoffen, dass wir es damit drauf kriegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es gelingt. Das muss ich mal ehrlich zugeben jetzt. So. Das mal eben drunter weg. Einen Moment. Ich brauche nur das eine hier. Ich habe einfach keinen Platz. Es ist wirklich furchtbar. Das ist auch noch Hochglanz. Ne? Das kommt erschwerend hinzu hier, dieses. Das Papier ist nicht sehr... Da steht die Tasse da im Weg. Gleich habe ich hier den Anfall des Jahrhunderts. Kann nicht mehr lang dauern. Einfach zu wenig Platz. Ist es denn der Fasse? Einfach zu wenig Platz. Ja... Ich glaube, ich muss es immer sofort zweiseitig einkleben.
dann könnte es gelingen. So, wenn das dann trocken ist, deswegen klebe ich jetzt alles erst und nähe noch nicht, weil normalerweise nähe ich ja dann erst. Dann würde ich jetzt gleich hier diese Kante nochmal neu nachschneiden, dass das so ein bisschen schöner aussieht irgendwie, gell? So, also wir machen auf, wir wollen mal schauen, wie es jetzt wirkt. Jetzt können wir es uns besser vorstellen. Wir kommen, hier ist ein Tor, hereinspattiert, Landschaft, das geht, da kann ich mit leben. Hier können wir schreiben. Hier werde ich noch schneiden und ein bisschen stenzeln, da überlegen wir uns noch was. Das bleibt, wie es ist. Finde ich schön, da kann man schreiben. Dann kann man sich hier dieses wunderbare das kann ich auch noch ein bisschen nachschneiden. Wunderbar, 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 alles gut. Dann käme jetzt hier das erste Blumenbild rein, zum Beispiel. Na, wollen wir sagen, nehmen wir das. Okay. Ja, machen wir mal ein zum Beispiel, machen wir mal durch. In der Hoffnung, dass wir dann mal klarer sehen, ob das funktioniert. Ja, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert irgendwie. Ja. Ja, wir hatten viele, viele Tiere. Hunde auch. Schwerpunkt waren allerdings bei mir nach wie immer Katzen. Misshandelte, alte, unvermittelbare, verhaltensgestörte, sowas. Ne? Ja. Wir hatten auch mal ein, zwei mit Gehirnschaden. Da habe ich sofort, gesagt, nee, die nehme ich nicht, das kann ich nicht aushalten. Ich gebe es das ehrlich zu, ne? So war ich, habe ich dann gesagt. Und dann hat es geheißen, ja, dann versuchen Sie es doch mal für ein paar Tage. Sonst müssen wir so einschläfern. Versuchen Sie es doch. Ja. Und dann haben wir das auch gemacht. Die war krank gewesen als Welpe. Ist jetzt so kompliziert. Auf jeden Fall hatte die einen Gehirnschaden. Das bedeutete, die Feinmotorik funktionierte nicht. Die konnte nicht gehen richtig. Die überschlug sich immer bei jedem. Wenn die gegangen ist, hat sie sich überschlagen und gekullert und ist hingefallen. Es war schwer anzuschauen, ne? Es war schwer auszuhalten. Aber der Katze selber hat es nicht viel ausgemacht. Die kannte das nicht anders, ne? Und ich habe das zweimal, dreimal gehabt, solche Tiere, so extreme Tiere. Ich musste das alles nochmal neu nachschneiden hinterher. Und jedes Mal war man ganz überrascht. Die anderen Katzen hatten, nachdem sie kapiert hatten, und Hunde, haben die einfach so akzeptiert. Ne? Die haben gesagt, okay, du kannst laufen, okay. Ne? So ungefähr. Ne? Und überlege ich jetzt hier, machen wir jetzt hier noch ein Bild drauf? Lass mich überlegen. Ja, es könnten. Ich weiß es nicht. Es ist folgendes Problem, taucht dann auf. Wir müssen auch. Ja gut, eine Signatur kann ich fertig machen, eine Signature. Aber, ne? Jetzt geht das Geabere schon wieder los. Aber, wir nehmen das jetzt. Ich muss die dann weglegen, denn ich möchte. Jetzt wird es wieder kompliziert. So einfach geht das alles nicht, wie man sich das vorstellt. Ne? So einfach ist das nicht. Wir haben hier das Kind, wir haben hier die Blumen, wir haben hier ein Bild, wir haben dieses Bild. Können wir da leben? Das passt farblich, ja? Da müssen wir mal überlegen. Ich möchte dann, dass diese Bilder, weil ich habe ja immer zwei Kinder, zwei Frauen, die Blumen zwei, nicht gleich, aber ähnlich. Und die werden dann von hinten wieder aufgerollt. Ist jetzt schwierig, ne? Ich weiß, ich habe immer so komische Ideen. Ja, also diese Bilder, die ich jetzt hier einklebe, die lege ich mir gleich raus. Die kommen in das letzte Signature mit rein. So der Plan. Ja. Ja, das wird keiner bemerken, wenn man es durchblättert. Ja, aber wenn man das nicht macht, sieht das aus wie Hulle, chaosmäßig. Ne? Dann hat man hinterher zweimal Gesichter nebeneinander oder
Sachen, die gar nicht passen nebeneinander oder so, ne? Und das möchte ich nicht haben. Ich möchte das, das muss gut, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Das muss gut überdacht werden, das ganze System hier, sonst werde ich verrückt. Also ich mache es mal einmal so, dann kann ich hier hinlegen. Ich glaube, das kriegen wir nur zum Halten, wenn ich beide Seiten mit dem Stift kurz einklebere. Ja. Ja, es ist mit den Tieren, das hat man sich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht so unbedingt ausgesucht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich werde das jetzt auch nicht im Einzelnen erklären können. Aber irgendwann ist es dann halt so, dass es einen tatsächlich mehr oder weniger überrollt, gell? Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich habe noch hier was gefunden. Und dann der Nächste, ich habe noch da was. Und teilweise wurden sie einfach abgesetzt vorm Haus. Moment, muss man eben aufpassen. Abgesetzt vorm Haus, ausgesetzt, so, ne? Ist nicht okay, ich krieg's nicht hin. Wenn ich es jetzt noch 10-mal hochnehme, kriege ich einen Anfall. So, ist egal, wie es jetzt ist. Jetzt wird es draufgeklebt. Sonst klebt es nicht mehr. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir eins fertig. Die Ränder muss ich noch nachschneiden. Seht ihr schon, ne? Das ist noch nicht... ist noch nicht wirklich gut. Ist noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Das da in der Mitte so ein bisschen bunt und rot und grün und Rand ist, stört mich überhaupt nicht. Nein, das stört mich nicht. Also man muss sich jetzt auch nicht mit Gewalt doof anstellen. Nee, das machen wir auch gar nicht. Ne? So, wir halten jetzt, das wäre die erste Signature, die haben wir jetzt soweit fertig. So, das kann ich jetzt wohl so zeigen. Hereinspaziert, schöne Landschaft. Vielleicht, wenn ich überlege, ob ich Gedichte oder was finde, wo man so einen kleinen Text irgendwo, das würde mir gefallen. So, ne? Da hätte man so ein bisschen Platz, um irgendwas zu machen. Das gefällt mir gut. Hier kann man schreiben, hier möchte ich noch ein bisschen drumherum schablonieren oder sowas in der Art. Muss ich mal schauen. Und die Ränder besser beschneiden noch ein bisschen. Das ist sehr schön. Guck mal, das ist jetzt so, dass da kommt jedes einzelne Bild kommt jetzt zur Geltung. Ne? Da ist nichts, wo man sagt, also das stört mich jetzt aber dermaßen. Ne, das ist wirklich schön so. So, und dann haben wir das hier. Deswegen können wir hier zum Beispiel so ein Wort noch hinschreiben. So, wenn wir so Zuversicht oder Mut oder ich weiß nicht was, ne? Dann haben wir das und dann haben wir hier die Steine zum Schluss. So, das wäre die erste Signature. Die hätten wir dann fertig. Und jetzt müssen wir die Bilder raussuchen, die wir jetzt verwendet haben. Wobei, ist egal, wie wir das jetzt machen eigentlich da. Wir können auch die Porträts können wir auch so durchlaufen lassen, dass wir erst die Kinder, dann die Frauengesichter. Es geht nur darum, dass ich nur 4 Gesichter habe und die muss ich jetzt wirklich dosiert verteilen, damit es lass mal Petra, da verrenkst du dir dein Gehirn wieder, ne? Da ziehe ich schon wieder kommen. So, wir haben Kinderbild. Pass auf. Und wir haben das Blumenbild. So, wir haben das Kinderbild. Wir haben das Blumenbild. Und wir haben das blaue Bild. Das mit den Bluebells. So, das haben wir. Das ist das hintere. Genau. So, das ist das erste. So. Das ist das hintere. Das wäre das letzte. Da haben wir das. Da haben wir das. Da käme jetzt hier wieder das wird alles abgeklebt natürlich. Hier kommt das Kind hin. Hier kommen die Blumen hin. Ah ja, das könnte ich mir so vorstellen, genau. Und hier kommen die Bluebells hin, finde ich ganz schön. Genau, guck mal, so haben wir das jetzt schon mal. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. So, wir legen das jetzt mal ein, damit wir hier zur Rande kommen, ne? So, das können wir so lassen. Jetzt haben wir noch 2 Frauengesichter. Das ist das, was mich wahnsinnig macht, wenn das nicht irgendwie eine Ordnung hat. Denn die braucht gar keiner verstehen. Das interessiert mich gar nicht, ob die jemand versteht. Ich muss damit leben können, wisst ihr? Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Stimmt schon wieder nicht, ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht drüben. Erste und zweite sind fertig. So, warte mal. Dann, schwierig, man kann es auch schlecht halten, muss ich zugeben. Dann haben wir 4 Stück über. Kann doch nicht sein. Nee, haben wir auch nicht. Alles gut. So, dann kommen die Frauen hier mit den Engeln. Warte mal, warte, warte, warte. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin mit den Engeln. Wir kriegen es hin. Bum, 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 bum. Wir kriegen es hin. Bum, 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 bum. Genau, dann kommen die Frauen mit den Engeln da rein. Das würde bedeuten, da sind wir noch nicht. Dann haben wir hier Engel, Engel, Engel. Dann käme hier definitiv gelbes Papier hin. Dann käme... Oh, passt das? Ja, warum nicht, gell? Oder? Das ist sehr, 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 sehr scheißig, gell? Das ist sehr, so, das war jetzt nur der Gedanke, weil... Der Gedanke, weil... Ich habe jetzt keine Seiten gehabt, die groß sind. Die sind nämlich verschiedenfarbig, wisst ihr? Wir wollen es mal andersrum reinlegen und wollen mal schauen, was wir damit anfangen können. Dann würden wir hier wieder gelb haben. Dann hätten wir hier die richtige Bumm, Bumm, Bumm. Ja, so bummäßig hätten wir es dann. Haben wir da eine andere Idee? Tja, ich glaube, ich werde es andersrum machen müssen, notgedrungen. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Käfer. Ne, das kriegen wir so nicht hin. Ne, 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 Petra. Du musst damit leben, dass diese Ausreißer sind und dass das in der Mitte kein Bild ist an sich, sondern zwei Bilder. Kann ich damit leben? Ja. Auf jeden Fall besser, als wenn man das jetzt so machen wollte, gell? Besser, als wenn man es so machen würde. Dann würde ich jetzt hier, würde ich jetzt den dazugeben, zum Beispiel. Und dann hätten wir hier wieder einen Engel und da müssen wir schon mal schauen. So, das ist die Mitte. Die Mitte ist wieder was anderes. Da haben wir nur einen dunklen vorne. Hier haben wir den Engel. Da käme wieder gelb rein. Da hätten wir das. Das geht auch nicht. Nein, ich habe das jetzt eingesehen. Ich drehe die um. Das gleiche Problem. Ich habe keine große Seite. Ich muss halt damit leben, wie es jetzt ist. So, und dann käme das da rein. Das geht. Das geht, das geht. Das können wir so machen, ne? Das ist... Ich habe ja noch eins übrig gehabt. Wartet mal ganz kurz. Ein Kind hatte ich noch übrig. Ja, ich überlege natürlich jetzt, weil ich ja mit dieser ganzen Geschichte im Moment so ein bisschen ins Hintertreffen gerate. Ich habe noch jetzt diese mittlere Geschichte hier. Ob wir das Kind... Vielleicht hier reingeben. Hier ist zum Beispiel dann so ein Bild. Das ist sehr, sehr schön ruhig. Dass wir das Kind da reingeben, wollte ich erst gar nicht nehmen. Aber das wäre nicht verkehrt, wenn wir es täten. Dann könnten wir hier... müssen wir überlegen. Hier schreiben. Da gelb, hier Bild, da Bild. Ja. Ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, aber ihr werdet es noch sehen. Es ist, es soll eine Gleichmäßigkeit auftauchen in dem Ganzen. Das ist mein Bestreben, weil da sind so viele verschiedene Komponenten jetzt. Und wenn da jetzt nicht für meinen Begriff eine nachvollziehbare Gleichmäßigkeit ist, dann ist das einfach eine Aufeinanderpatschung von irgendwelchen Sachen. Und das finde ich dann nicht schön, ne? Ich persönlich. Andere stört sowas gar nicht, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich werde irre, wenn ich sowas hätte. Ne? Denn das bringt mich um Verstand. Ne? Kann ich nicht aushalten. So, was wir jetzt noch haben, sind zum Beispiel diese beiden Sonderseiten, wo noch hier dieses Gesso drüber kommt. Muss ich auch verwenden. Werde ich auch verwenden. Und ja, wir müssen mal schauen, wie weit wir kommen. Also, ich bin immer noch am Tüfteln. Also, ihr seht, Tüftel, Tüftel, Tüftel. So einfach ist das jetzt bei diesem Problem gerade nicht, weil ich habe mir jetzt so wirklich ein bisschen komplizierte Sachen vorgenommen. Also verschiedenste Bücher, vollkommen verschiedene Themen. Meine eigenen Papiere sollen bestmöglich zur Geltung kommen, so der Plan.
Ich sag mal lieber Tschüss für heute. Oh Gott. Ich werde jetzt noch den Film fertig machen, damit ihr am Samstag, wenn ihr wollt, was zum Gucken habt. Und dann esse ich erst und dann gehe ich gleich erstmal mit Brinchen heute. Ich mache da nur ein paar Fotos. Also heute gibt es kein, es ist auch kein Wetter draußen. Es ist nichts Besonderes. Heute, 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 heute. Kompliziert, sage ich euch. Vor allen Dingen, wenn man sich da noch was überdenken will. Beim Durchblättern merkt das kein Mensch. Aber wenn ich das nicht mache, ist es ein Aufeinanderpatschen, dann könnte ich gleich sagen, komm, hier, patsch rein, egal in welcher Reihenfolge, ne? Nee, das geht gar nicht. Ne? Dann stellt euch vor, ich mache ins erste Signature, ins zweite Signature. Okay, dann haben wir das. Dann kommt das nächste Thema, hintereinander weggeballert. Das sieht nicht aus, ne? Das geht nicht, da ist keine Balance drin, ne? Egal. Jeder sieht das anders. Ich sehe das so, da bin ich ein bisschen komisch, das weiß ich. Aber ist egal. Es muss mir ja auch hauptsächlich gefallen, ne? Vielleicht gefällt es euch dann im Endeffekt auch, wenn ich es dann irgendwann fertig habe. Wir werden es erleben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.